Das Panorama-Projekt ist ein Projekt, das die Kinder schon im Alter von 4 bis 5 mitnimmt, dass sie ihre eigene Gabe und Begabung, die sie haben, in sich möglichst schnell entdecken, individuell, aber auch gleichzeitig in der Gruppe, dass sie merken, sie haben was in sich. Und das wollen wir mit einem Kontrastprogramm machen, nämlich einem symphonischen Orchester. Die Idee ist einfach das, dass Kinder, die mit klassischer Musik von ihrem sozialen Umfeld eigentlich keine Berührung haben, dass die mit Hilfe von klassischer Musik lernen, dass sie, wenn sie über längere Zeit sich mit was beschäftigen, eine selbstbewusste Persönlichkeit entwickeln können. Und man sieht oft, wenn sie ein Instrument in der Hand haben und gerade nicht das machen müssen, was gerade alle machen, dass sie das ausprobieren, was sie gesehen haben. Das heißt, sie sehen, da ist was und wollen das nachmachen. Und da fördern wir sie, indem wir einfach sagen, okay, das, was ihr hier seht, das könnt ihr selber. Es ist keine in erster Linie frühkindliche Musikerziehung, sondern ein Bildungsweg, den wir mit den Kindern gehen wollen, dass sie merken, sie können sich selbst ausdrücken anhand eben eines symphonischen Instruments. Also ich bin überzeugt davon, dass Musik so tief im Inneren etwas bewirkt in jedem Menschen, was man mit Reden, mit irgendwelchen anderen Sachen, die man in der Schule lernt, gar nicht erreichen kann, weil das den Kern von der Person trifft. Und Musik berührt jeden auf der Welt in irgendeiner Form. Und dieses Mittel, weil es einen im Kern berührt, kann auch den Kern verändern.